Während zurzeit da draußen die Galaxies und iPhones eigentlich den Markt dominieren, gibt es doch noch diesen Hersteller namens Huawei. Waren es nicht goldene Zeiten, als sie spätestens mit dem P30 Pro endgültig alle überzeugt haben? Doch wie sieht es jetzt aus? Was erwartet uns beim Huawei P60 Pro? In diesem Video erfährst du alles dazu und ich verrate dir, warum Huawei lange noch nicht tot ist. Damit willkommen zurück, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Huawei P60 Pro. Und ja, Huawei hat es einfach nicht leicht. Durch die Sanktionen aus den USA ist es für sie immer schwerer geworden, neue Smartphones mit der besten Hardware auf den Markt zu bringen. Übrigens, falls ihr das Beste möchtet, dann nutzt jetzt die Gewinnchance für das Samsung Galaxy S23 Ultra. Innerhalb von 30 Sekunden könnt ihr dieses Smartphone gewinnen, also jetzt abchecken. Aber sprechen wir über Huawei, denn eigentlich hätten sie Samsung schon längst überholt, doch durch die USA ist es ihnen einfach nicht möglich. Doch sie haben nicht aufgegeben, haben beispielsweise das Huawei Mate 50 Pro auf den Markt gebracht, das ich hier auf meinem YouTube-Kanal bereits getestet habe. Checkt gerne das Video dazu ab und ich war wirklich begeistert und bedauere es immer noch, dass es dieses Smartphone so schwer hat. Doch wird es vielleicht dem Huawei P60 Pro leichter fallen, uns da draußen abzuholen? Ich verrate es dir, denn ihr bekommt jetzt alles das, was ihr bei diesem Smartphone bekommen könnt. Beginnen wir mit dem 6,6 Zoll großen OLED-Display und ihr merkt, es ist ein Tick kleiner als die klassische chinesische Version, die ihr sonst bekommt, mit 6,8 Zoll. Und dadurch, dass es ein Tick kleiner ist, wird dieses Smartphone mal wieder besser in der Hand liegen. Wie ich eben schon gesagt habe, war das Huawei Mate 50 Pro ein gutes Beispiel dafür, dass dieses ein bisschen kleinere Display dazu führt, dass es noch besser in der Hand liegt. Aber ihr bekommt natürlich auch QHD Plus Auflösung, Bildwiederholrate 120 Hz und abgerundete Kanten. Natürlich ist das Ganze hier extremer als im Samsung Galaxy S23 Ultra zurzeit, denn das hat ja eher einen Schritt zurück gemacht. Trotzdem muss ich sagen, liegt das Curve bei Huawei extrem gut in der Hand und so wird es auch beim Huawei P60 Pro der Fall sein. Einer der größten Problemfaktoren bei den Huawei Smartphones ist der Prozessor, denn ja, ihnen ist es nicht mehr ermöglicht, 5G-Prozessoren zu bekommen, also bekommen sie oft das Ganze in einer abgespeckten 4G-Version. Lange gab es Spekulationen, dass es vielleicht nur der Snapdragon 8 Gen 1 Plus sein könnte, doch sie bekommen den neuesten Top-Prozessor, namentlich den Snapdragon 8 Gen 2. Und damit ist es der wirklich beste Prozessor, den man zurzeit bekommen kann, aber leider nur in der 4G-Version. Aber Huawei hat bereits gezeigt, dass es möglich ist, die Smartphones auf 5G aufzurüsten, denn mit einem Cover, das ihr zusätzlich bekommen könnt, wird jedes Huawei-Smartphone zu einem 5G-Smartphone. Damit umgeht man also das größte Problem. Und wenn wir gerade über die Hardware sprechen, vielleicht noch einen Schwenk weiter zur Software. Denn bis jetzt war es ja immer so, dass man wusste, klar, man bekommt nicht Android so, wie man es möchte, also keine Google-Services und so weiter. Aber man geht jetzt wirklich den Schritt weiter und Harmony OS soll global verfügbar sein. Und das haben wir in Deutschland ja bis jetzt quasi nur auf den Tablets mal erlebt, beziehungsweise auf den Uhren. Und jetzt geht man diesen Schritt weiter und liefert das Ganze auf den Smartphones. Ich persönlich finde, das ist der richtige Schritt, denn es ist ihr eigenes OS, natürlich basierend auf Android, aber ohne die Google-Services können sie es doch sowieso machen, wie sie möchten. Also gehen sie diesen Schritt global und das ist genau das Wichtige. Sparfüchse aufgepasst, denn die Smartphone-Blogger-Skins gibt es jetzt mit 20% Rabatt. Alles, was ihr dafür tun müsst, sichert euch einen der drei exklusiven Smartphone-Blogger-Skins, egal für welches Smartphone, und gebt am Ende den Gutscheincode OLLI20 ein und schon könnt ihr 20% sparen. Also los, 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 Link unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber zu dem, was ein Huawei ausmacht. Und speziell die P-Reihe hat es immer ausgezeichnet. Wir reden über die Kamera. Und hier bekommt ihr drei Kameras, mit denen man euch wirklich wieder abholen möchte. Vielleicht vorweg, das X-Mage hat man wieder mit dabei. Von Leica hat man sich ja quasi getrennt oder musste man sich trennen. Die sind ja weiter zu Xiaomi. Hier bekommen wir mit der 13er Reihe offiziell dann die ersten Leica-Smartphones für den deutschen Markt. Doch Huawei geht einen eigenen Schritt und der tut ihnen extrem gut. Auch hier nochmal der Verweis, das Mate 50 Pro hat gezeigt, wie gut es einfach geht. Und die Hauptkamera ist hier in dem Fall die brandneue Sony IMX 888, denn da verbirgt sich eine 50-Megapixel-Kamera, die echt zu rocken scheint. Dazu gibt es dann nochmal eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, dahinter steckt dann die Sony IMX 858 und dazu nochmal eine 64 Megapixel Telefotokamera. Dahinter verbirgt sich die Omnivision 64B mit einem halben Zoll Format. Ist das Ganze ausgestattet und Huawei möchte einfach nicht kleckern. Sie möchten zeigen, was sie können und das können sie einfach, denn sie haben so viel Erfahrung und es war nicht umsonst immer wieder der Fall,
dass sie 2 Jahre Vorsprung hatten auf die Konkurrenz mit ihrer Technologie. Natürlich ist das Ganze mittlerweile irgendwie eingeschrumpft und beziehungsweise sie kämpfen mit den anderen, aber trotzdem liefern sie immer noch eine extrem gute Fotoqualität ab und das unter Berücksichtigung der Probleme, die sie haben. Chapeau, das macht Huawei echt gut. Kommen wir dann noch zum Akku, denn hier bekommt ihr einen 5000 mAh Akku angeboten. Den könnt ihr mit 100 Watt Kabel gebunden und 50 Watt kabellos aufladen. Und das ist natürlich extrem gut. Man muss dazu auch sagen, dass HarmonyOS dafür bekannt ist, sehr energiesparsam zu sein. Also eine Screen-On-Time von 7-8 Stunden kann hier mit dem Smartphone definitiv möglich sein. Dadurch, dass das Display ja auch ein Tick kleiner ist als die Standard Konkurrenz mit 5000 mAh, so wie beim S23 Ultra auch und mit dem Top-Prozessor, merkt ihr, da ist so viel drin, extrem cool. Über das Design würde ich auch noch gerne kurz sprechen, denn ich persönlich finde, es ist sehr wuchtig, dieser Kamerabump, aber es ist dieses längliche, dieses, was wir aus dem P30 Pro beispielsweise auch kennen. Es ist einfach so ein bisschen länglich an der Seite runtergezogen, trotzdem dieses mit den 2 Bullaugen gefühlt, beziehungsweise hier ist es ja nur 1, aber drunter und drüber. Es macht irgendwie was her. Mir persönlich gefällt das Ganze. Wie ist eure Meinung zum Huawei P60 Pro? Würdet ihr es kaufen? Denn ein Preis von über 1000 Euro ist natürlich gesetzt für ein solches Top-Smartphone. Und dann ohne Google Services. Vielen von euch da draußen dürfte das nicht schmecken. Aber gerade wenn ihr sagt, Fotografie ist euch wichtig, dann könnt ihr euch dieses Smartphone abholen. Und wie ist es eigentlich mit der Huawei Community? Gibt es sie noch? Seid ihr auch Huawei Lover? Sagt ihr, hey, mein letztes Smartphone war beispielsweise das Huawei P30 Pro. Das war, habe ich hier auch ein Video gemacht. Welche Alternativen gibt es überhaupt? Schaut euch dieses Video gerne an. Vielleicht ist auch eine für euch mit dabei. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Freue mich über euren Support, über eure fairen Kommentare unten. Und wie immer gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.